Ja, moin zusammen. Ja, haben wir den Cordoba gleich mal wieder aus dem Gemüse gezogen. Und mal abgesehen davon, dass ich den Radlauf da unten noch weitermachen muss, wozu ich jetzt gar keine Lust habe, ist mir aufgefallen, dass der Lack typisch VW und rot ziemlich im Eimer ist. Ja, man sieht's. Ne? Ich habe mir überlegt, ich werde mal dieses Seitenteil komplett aufbereiten. Ach so, Neuigkeiten. Einer der Abonnenten hat unseren PT Cruiser gekauft. Den werde ich nachher mal überbrücken, dass er läuft. Der kommt morgen mit dem Trailer. Ja, ist doch schön, dass er eine neue Heimat kriegt. Wie gesagt, der Motor läuft sahnig. Und ja, wenn wir gebrauchen könnten, würde ich ihn gerne selber fahren, aber naja, man kann nicht 100 Autos gleichzeitig fahren. Ist halt so. Aber was kommt zuerst? Wir nehmen uns einen Lappen und Silikonentferner. Gibt es von allen möglichen Herstellern. Wozu machen wir das? Silikonentferner. Wir fahren mit so einem Auto in der Gegend rum und sammeln uns. Ja, super. Genau so habe ich das geplant. Gut. Und sammeln dabei natürlich den Abrieb von den Reifen. Man fährt das Auto mal in die Waschanlage, da kommt Wachs drauf und diverses andere Zeug. Also so ein Lack ist, ne, auch wenn er sauber aussieht, meistens ziemlich verunreinigt. Also nimmt man jetzt großzügig Silikonentferner. Und wäscht seinen Lack einmal richtig ab. Ich mache den nur bis zur Sicke, weil wie gesagt, unten rum muss ich noch bearbeiten. Den Radlauf. Ja, sieht wirklich schlecht aus. Man merkt es auch, wenn man drüber reibt. Ja. Der Lappen war sauber. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Auf der saubereren Seite. Ja, klar, der Lappen ist grau, ne? Aber wir werden gleich sehen. Da kommt noch. Das Problem ist beim Polieren, wenn ihr das drauf lasst, ihr verrubbelt das einfach nur in den ganzen Lack. Das macht keinen Sinn. Das ist das große Problem. Den ganzen Krempel, den man sich einfängt. Ja, schon wieder schwarz. Schon mal einen neuen Lappen und dann machen wir das mal weiter. So, da habe ich schon mal einen blauen Lappen. Ja, so langsam jetzt. Also wie gesagt, so ein Auto sammelt einiges. Na, sieht man, wie bescheiden der lackiert ist. Das ist ein Teil, wo man nachlackiert, jetzt sieht man es. Wir wollen mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ich tippe mal, im Zuge der verfuschten Reparatur vom Radlauf ist da mal was passiert. Naja. Jetzt wird es gleich feucht. Ja, insgesamt ist da fliegetechnisch nicht viel passiert bei dem Auto.
ist Fluch und Segen. Ein durchpoliertes Auto will auch keiner haben, also wo der Lack durchpoliert ist bis auf die Grundierung. So, jetzt machen wir das Ganze nass. Jetzt bleibt das Wasser auch schön hängen, weil sämtliche Silikone und Wachse runter sind. Wie gesagt, wir bearbeiten hier bis zu dieser Sicke. Und mit 2000er Schleifpapier. Das nennt sich Glanzschleifen und das passiert jetzt im Zeitraffer. So, das war der erste Durchgang mit 2000er Papier. Das sieht jetzt wahrscheinlich richtig übel aus. So, ordentlich rote Farbe runtergekommen, habe ich gemerkt. Das nennt man bei Rot übrigens Auskreiden. Hier sieht man diesen roten Schimmer. Nur eins, Pflege. Also als ich mein erstes Auto gekriegt habe, ein Manta, in Signalrot, der hatte auch ständig das Problem, bis ich dem mal ein bisschen Pflege habe angedeihen lassen, mit einem vernünftigen Wachs, war das dann auch schnell erledigt. Ja, Farbe ist runter. So, jetzt wird das gleich nochmal ordentlich gespült. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt mal das Unkrautvernichtungsgerät. Naja, da haben wir eigentlich immer nur Wasser drin. Ja. Einfach praktischer als diese dusselige Spülplatte. So, jetzt haben wir hier 3000er. Das ist ein Pad. Mal gucken, ob wir da eine vernünftige Oberfläche reinkriegen. Wie gesagt, mit dem Wasser nicht sparsam sein. Ungleichmäßige Stellen hinterher rauspolieren will kein Mensch. Immer von vorne nach hinten, nicht rauf und runter, immer in Fahrtrichtung mehr oder weniger. Soll es gewesen sein. Abspülen. So. Das lassen wir jetzt trocknen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie man jetzt schön sieht, ist alles schön matt. Das bedeutet, der kranke Lack ist hoffentlich runter. Ja, abgespült ist auch. Zu Deutsch, super Voraussetzung. Ich hoffe, ich schaffe das mit dem Video, bevor das sogenannte Unwetter kommt. Ja, hier wird ja schon des Öfteren mal was angesagt. Dunkel ist es. Das, naja, wir werden sehen, was kommt. Okay, dann hole ich mal die Poliermaschine und werde mal loslegen. So, wollen wir mal gucken.
jetzt das erste Mal auf so einer Oberfläche das neue Zeug. Mal schauen. Vor allen Dingen mit dem neuen Schleifer. Hier. Der Exzentermaschine. Ich bin ernsthaft gespannt, was die kann. Langsam anfangen mit dem Ding. Aber wie man jetzt sieht, da ist ordentlich abgetragen worden. Ja. Schnell ein Tuch holen und dann mal durchpolieren und dann die nächste Stufe. So, mal nicht viel passiert. Kann sich erstmal grundsätzlich sehen lassen, denke ich. Ist aber wie gesagt sozusagen nur fürs Finish. Lackpflege beginnt jetzt ab hier. Gibt es immer in verschiedenen Abstufungen, ne? Um nach der Lackierung die Orangenhaut zu entfernen und so weiter und so weiter und so weiter, Kratzer, Schleifspuren und so weiter. Das jetzt hier ist eine Geschichte, das bereitet vor zum Wachsen. Relativ deutlich sieht, man kann hochwertige Produkte, die silikonfrei sind, es scheint die Sonne, ihr seht das, ne? Kann man auch in der Sonne verarbeiten und die tun auch Plastik nichts, ne? Ich bin drüber gegangen mit der Politur, interessiert das Plastik nicht. Diese silikonverseuchten Billigmarken, die sind es, die nicht in der Sonne verarbeitet werden müssen, weil das Zeug sofort festhängt. So. Da darf sich auch übrigens kein Hersteller großartig von freisprechen. Also die bekannten Produkte. Immer wenn drauf steht, nicht in der Sonne verarbeiten, nicht nass verarbeiten, ganz wichtig. Finger weg. Ich kann das hier bei strahlendem Sonnenschein bei 30 Grad, kann ich das auftragen, abpolieren, gar kein Problem. Geht total locker runter. Sieht auch schon wesentlich besser aus, muss ich sagen. So, jetzt noch mal eine kurze Pause, dann hole ich noch mal was und dann komme ich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Wachs in der Hand. Das ist ein ganz normales Hartwachs. Nennt sich Nano-Hartwachs. Und auch das lässt sich in der Sonne verarbeiten.
gerne noch mal ein Stückchen mehr. So hier unten. Schön gleichmäßig. Sag ja, heutzutage ist der Weg zum Schrottplatz oder der Weg weiter auf die Straße so schmal. Ich lese ständig bei eBay Kleinanzeigen und anderen wegen Neuanschaffung war immer zuverlässig. Warum dann die Neuanschaffung? Befürchte, Fahrzeuge sind immer noch viel zu billig in Deutschland. Oder gerade in Deutschland viel zu billig. Ja. So. Geht relativ schnell weg und lässt sich einfach auspolieren. Wie gesagt, keine Silikone drin. Echtes Wachs. Hier ist ein Schmetterling vor dich ins Gesicht. Ja, hoffentlich war der versichert. Mitkommen. So, das ist jetzt vom Schrottplatzbewohner zum Youngtimer. Man kann sicherlich noch mal drüber gehen, aber war jetzt quasi Anschauungsmaterial. Ich denke, das Ergebnis ist gut, ne? Und so geschützt kreidet er auch nicht mehr aus. Vorausgesetzt, das wird mal ab und zu erneuert, ne? Ja. Wie gesagt, solche Autos werden hier nicht vergessen. Manchmal habe ich einfach keine Lust darauf. Der Astra steht jetzt auch schon wieder da rum. Ja. Den Wagen, wie gesagt, für mich ist das ein Youngtimer. Es gibt einfach keine mehr. 104.000 Kilometer runter. Rentner gepflegt. Hat auch genug Rentner-Einschläge, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Nee, das geht durchaus. Muss nicht alles wegschmeißen. Ja, wie ihr gerade am Foto entdecken konntet, der PT Cruiser wurde abgeholt. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass er viel Freude mit dem Ding hat. Wie gesagt, er hätte noch ewig gestanden bei uns. Also von daher, wie gesagt, zum Selbstkostenpreis mehr oder weniger 350, denke ich, für ein fahrendes Auto kann man machen. So, das da hinten sieht wieder gut aus. Das restliche Auto, auf den ersten Blick, okay. Hier haben wir jetzt den Kotflügel. Das täuscht. Jetzt mal genau drauf guckt, ist der auch schon sehr, 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 sehr ausgekreidet. Ja. Achso, weil immer wieder die Fragen kommen. Die Poliermaschine gibt es so nicht mehr, nicht mehr unter dem Namen. Die Firma heißt jetzt anders. Ich verlinke euch die mal. Die Politur etc. auch. Die Durchgänge, die ich gemacht habe, erkläre ich jetzt gleich nochmal. Dann wird das alles ein bisschen plausibler. Ja. Seht ihr diese Schatten in der Spiegelung? Ja. Das ist die Auskreidung. Haben nicht nur rote Autos, aber rote Autos sind halt sagenhaft davon betroffen.
fangen wir mit dem, wo fangen wir mal an? Sind hier hinten Leute eingestiegen, ab und zu. Ja, sind Kratzer drin. Wie sieht man das am besten? Ja, hier sieht man es. Ne? Sind Kratzer drin, Fingernägel, das bleibt nicht aus. Ich werde die Tür mal als erstes machen. Die Methode habe ich euch erklärt. Also wie, welche Reihenfolge werde ich jetzt genau da auch nochmal machen. Allerdings mit einer Besonderheit, wie gesagt, da ist ein Türgriff, wenn man den nicht ausbauen möchte. Ja, dafür gibt es auch Sachen. Ja, den mache ich jetzt erstmal sauber, den Kollegen, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Tür ist jetzt komplett abgeschliffen. Die Reihenfolge kennt ihr ja, 2000er Papier, 3000er Papier. Da, wo wirklich Auffälligkeiten sind, lieber ein bisschen mehr. Hier um den Türgriff rum, hier oben, passiert meistens nicht viel. Hier drin, logischerweise, passiert viel. Ne? Fingernägel. Aufschlagbereich. Ne? Andere Türen. Und so weiter. Ja, ich finde, ihr habt das ja des Öfteren jetzt verlangt, dass ich die Geräte bzw. die Sachen, die ich benutze, verlinke. Mache ich auch gerne. Da musste natürlich jetzt einer in den Kommentaren zum ersten Vorstellen des Auslesegerätes, musste natürlich schreiben, ich würde ein Abzockvideo drehen. Ich verstehe das nicht. Wie man es macht, macht man es falsch. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe den Kommentar stehen lassen. Soll sich jeder seinen Teil bei denken, ist mir egal. Ne? Abzockvideo, was für ein Blödsinn. Ne? Ja. Ich zocke niemanden ab. Muss ja keiner kaufen. Ne? Das, was ich heute verlinke, muss auch keiner kaufen. Ich finde es nur einfach ganz gut, wenn man so ein Auto Wertschätzung entgegenbringt. Ne? Der Wagen hat 104.000 Kilometer drauf. Als ich den gekriegt habe, sah der so bescheiden aus, dass man den eigentlich direkt durchbringen könnte zur Autoverwertung. Ja, ich möchte ihn aber wieder auf die Straße sehen. Vielleicht behalte ich den auch einfach. Ja, ich finde den gut. Ja, ich kriege auch kein Geld dafür. Für den hier. Wenn ich den verkaufe, 2 Jahre TÜV drauf mache, kauft den kein Mensch. Es gibt manche Autos, die sind einfach tot. Also nicht verkäuflich. Ja, okay. Wie gesagt, die Poliermaschine gibt es so nicht mehr. Ich verlinke die exakt baugleiche. Die Firma heißt jetzt anders. Ja. Und wie gesagt, das ist jetzt ein Finish, um Schleifspuren rauszukriegen. Erstmal ohne die Maschine anzumachen, ne? Sonst seid ihr nämlich weiß und das Auto ist immer noch nicht poliert. Ich werde auch die Reihenfolge der Dinger auch verlinken bzw. beschreiben im Link, also zu den Links. Oh Gott. Oh verdammt, das habe ich oben vergessen. Das seht ihr jetzt allerdings nicht. Jetzt kommt man mit der Poliermaschine natürlich nicht hier rein. Ne? Ja. Wie gesagt, das ist alles Kram, den ich jetzt monatelang getestet habe. Ne? Das habt ihr in den anderen Videos gesehen. Ja, ich ich habe mir den Scheiß auch selber gekauft. Ich habe den Deckel verloren, verdammt. Ja, super. Okay.
Ja, auf jeden Fall, ja, der Türgriff. Wie gesagt, ich benutze den Blödsinn jetzt auch schon ein paar Monate. Sage, wenn irgendwas Mist ist, dann sage ich das auch. Die Dinger habe ich mir gekauft. Man ist nicht gesponsert oder sowas in der Richtung, ich habe mir die einfach gekauft. Ihr seht ja, was ich mache. Ich mache das ständig, also kaufe ich mir sowas. Verlinke ich auch. Ich bin nämlich auch so ein Amazon-Junkie. Ja. Jetzt habe ich einen vorher nass machen, die Dinger. Akkuschraube. Natürlich gebraucht gekauft. Ein bisschen das Wasser raus. Dann die Politur vorne auf die Spitze. Ein bisschen mit der Hand verteilen, sonst spritzt das nämlich in der Gegend rum. Ja. Okay. Gut. Dann wollen wir mal. Das Wasser sorgt dafür, dass das nicht ganz so aggressiv ist, das Zeug. Kann ich hier oben nochmal rein. So. Damit kriegt man das dann auch weg. So, auspolieren. Wie gesagt, kommt eh noch eine zweite Dings drüber. Eine zweite Politur. Wie gesagt, das ist wirklich Endstadium-Lack, ne? Nicht verwechselnde, den ihr normal auf dem Auto habt. Pflege, ne? Pflege ist eine ganz andere Geschichte als das hier. Das hier ist keine Pflege, das ist Rettung. Aber wenn ihr ein verwittertes Auto irgendwo findet, kauft das doch mal. Herausforderung angenommen. Ich finde den Spruch ganz gut. Ja. Jetzt kommt eine zweite Politur. Aber da muss ich erstmal irgendwas holen. Bis gleich. So, in der Tasche, wo die Poliermaschine drin ist, sind noch mehrere Pads drin. Für die nächste Politur nehmen wir jetzt den hier. Die Tür ist nicht ganz so schlimm wie das Ding da hinten. Der ist etwas weicher. Ne? So. Ist noch nass. Ich habe die nass gemacht. Wie gesagt, ich arbeite ganz gerne mit Polituren, die sich nass verarbeiten lassen. Das kühlt. Dann muss ich das Ding erstmal auslaufen lassen. So. Immer kleine Abschnitte machen, ne? Nicht das ganze Auto abschleifen und da verzettelt man sich sehr schnell. Jedes glänzende einzelne Karosserieteil hebt die Motivation. Ist einfach so. Ein Ergebnis zu sehen. Und da
Es frustriert einfach, wenn man das ganze Auto da in Matsch stehen hat und nicht weiterkommt. In dem Set sind übrigens nicht nur Kegel drin. Sondern auch Kugeln. Die gerne runterfallen. Ja. So. Wollen wir mal schauen. Jetzt mache ich oben, ohne euch hier oben mal eben weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Es fängt ein bisschen an zu regnen. Wie gesagt, das Wachs verlinke ich euch auch. Ist auch nicht kompliziert zu verarbeiten. Ich mache mal eben kurz hier oben, dann seht ihr das nicht. Vielleicht bin ich wieder da. So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe das nur umgefüllt, das Wachs. Ne? Kleinere Dosen sind für mich effektiver. Ich lasse nämlich gerne irgendwelche Flaschen offen stehen. Und das verzeiht so ein Wachs nicht so wirklich. Wie gesagt, geht nicht an Kunststoffteile, ist echtes Wachs und kein, also eine echte Versiegelung und keine Silikonbombe. Ich meine, es gibt professionelles Equipment, das benutze ich hier. Warum soll man es nicht benutzen? Ne? So ein Auto hat Geld gekostet und muss nicht weggeworfen werden. Wie gesagt, der Wagen ist von 97, glaube ich. Ja, 97. Und hat eigentlich noch ein langes Leben vor sich, wenn man sich ein bisschen drum kümmert. So. Wie gesagt, ihr habt am Seitenteil hinten gesehen. Lässt sich auch in der prallen Sonne verarbeiten. Halt silikonfrei, ne? Das ist ein wesentlicher Vorteil. Jetzt fängt es auch an, trotzdem zu regnen. Zum blöd ist das. Das Wetter mag mich heute nicht. So, mitkommen. So. Ich gehe jetzt mal langsam auf die nächste Tür. Die sieht noch aus wie vorher. Ne? Man sieht den Unterschied, oder? Ich die jetzt mal nehme. Und die. Es geht ums Spiegelbild, ne? Die Griffspuren sind weg, die Fingernägel. Gucken, wie nah ich dran kann. Ja, ist weg. Ist auch nichts weggeschliffen. Ja. Ja, sieht gut aus. Spiegelt schön. Hat keine Schlieren, keinen Schleier. Das ist nämlich die zweite Politur. Kümmert sich darum, dass man kann Hologramme da einfügen. Wenn man poliert und das macht die eigentlich ganz gut weg. Jetzt habe ich was vergessen, sehe ich gerade. So. Ein bisschen Wachs nicht weggenommen. So. Ja. Man kann diesen Polierscheiben auch wirklich nah dran an Plastikteile. Ich habe nichts weggemacht, habt ihr gesehen, ne? Das Plastik nimmt einfach nichts davon an. Ich habe auch schon da gesessen und habe Plastikteile gereinigt. Da passiert einfach nichts bei dem Zeug hier. Ich meine, Profis benutzen das ja nicht ohne Grund. Ne? Ja. Wieder ein Stück weiter mit dem Auto. Wie gesagt. Hat ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun und mit Werterhalt. Okay. Ich werde das Video gleich mal fertig machen. Hoffe, hat euch gefallen. Und ich wünsche euch eine
stressfreie Woche. Bis zum nächsten Mal.